Jasna Fritzi Bauer kennen die meisten als Bremer Tatortkommissarin. Seit 2021 schlüpft sie dort in die Rolle der Liv Moormann. Die aufstrebende Schauspielerin hat in den letzten Jahren in der Film- und Fernsehbranche für Aufsehen gesorgt. Der Beginn ihrer Karriere liegt jedoch schon weit zurück. Wir zeigen euch, wie süß die Darstellerin am Anfang ihres Werdegangs aussah. Erste Schauspielerfahrungen sammelte Jasna als Ensemblemitglied des Jugendclubs des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden von 2006 bis 2008. 2012 schloss sie ihr Schauspielstudium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin ab. Zuerst war sie regelmäßig auf der Theaterbühne zu sehen, bevor sie 2010 im Kinofilm Ein Tick anders ihr Debüt feierte. Als Eva, eine Jugendliche mit dem Tourette-Syndrom, erhielt sie 2 Auszeichnungen. 2011 den Nachwuchsdarstellerpreis des Filmkunstfests Mecklenburg-Vorpommern und 2012 den New Face Award. Damals trug die Darstellerin noch ihre Naturhaarfarbe und einen Pony. Nach ihrem ersten Kinoerfolg ging es bergauf für Jasna. Im selben Jahr folgte schon ihre nächste Hauptrolle im Kinofilm Für Elise und 2013 in Scherbenpark. Es folgten viele weitere Rollen für die Darstellerin, unter anderem in About a Girl, Dogs of Berlin, Rampensau und Tatort. Davon gefolgt auch einige Auszeichnungen. Heute ist Jasna erwachsen geworden und aus der deutschen Filmindustrie kaum mehr wegzudenken. Optisch hat sie sich natürlich auch etwas verändert. Ihre Haare trägt die Darstellerin jetzt blond.